Ja, wir schauen uns auch direkt Vaynes Skillset einmal an. Und zwar fangen wir da mit der Passiven direkt an. Die Passive ist Jägerin der Nacht oder Hunter of the Dark oder sowas. Und macht quasi so, dass wir, wenn wir auf den Gegner zulaufen in diesem Bereich, kriegen wir 30 zusätzliches Lauftempo. Aber nur, wenn wir auf den Gegner zulaufen. Ihr seht, das wird hier gezeigt mit diesem blauen Ring um uns dran. Laufen wir auf den Gegner zu, kriegen wir 30 Movement Speed mehr. Kann das irgendwo hier sehen. Da, da. 360, 330, wenn wir weggucken. Leute, die im Busch sind, zählen nicht. Das heißt, die kriegen wir wirklich nur, wenn wir auf den Gegner zulaufen. Wir kommen zu ihrem Q. Ihr Q ist eine Hechtrolle und zwar performen wir sie dahin, wo wir quasi mit unserer Maus sind, zumindest wenn wir auf Smartcast spielen. Wenn ihr nicht mit Smartcast spielt, würde ich euch ab jetzt auf jeden Fall empfehlen, mit Smartcast zu spielen. Wir rollen uns quasi in einem kleinen Bereich, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr kleine Reichweite und sind danach kurz laufen gebückt für diese ganze Zeit lang und haben für diese Zeit lang einen zusätzlichen Damage Buff und machen zusätzlichen Schaden mit unserer nächsten Attacke. Unsere W. Unsere W ist ein Passiv und zwar Silver Balls. Mit jedem Angriff, den wir auf den Gegner machen, geben wir ihm einen Ring drumherum. Das macht soweit gar nichts, solange es nicht drei Ringe sind. Beim Proc mit dem dritten Ring kriegt der Gegner zusätzlichen Flat Damage Schaden, also es macht direkt 20 Schaden. Und zusätzlich 4% des maximalen Lebens an absoluten Schaden. Absoluter Schaden, wichtig Leute. Das heißt, absoluter Schaden geht durch Rüstung und durch Magieresistenz durch. Also jedes Mal, wenn wir drei Ringe auf den Gegner draufpocken, kriegen wir mehr Damage drauf. Unsere E, Condemn oder auch Verdammen, ist ein Bolzen, den wir den Gegner an den Kopf schießen. Wenn der Gegner von diesem Bolzen getroffen wird, wird er nach hinten geschossen. Wie ihr sehen könnt, hat das Ganze eine ganz gute Reichweite. Und wenn wir das auf den Gegner machen, wird er ein ganzes Stück nach hinten gedrückt. Das ist der erste Teil des Spells. Der zweite Teil des Spells ist, wenn wir den Gegner mit unserem E an die Wand schießen, dann wird dieser quasi da dran festgenagelt, kriegt zusätzlichen Schaden und wird gestunt. Das heißt, im Optimalfall sollte der Gegner immer an eine Wand geschossen werden. Wir kommen nun zu ihrer Ultimate, die letzte Stunde. Ihre Ultimate sorgt dafür, dass quasi unser Passiv, dass die Erhöhung des Lauftempos, verdreifacht wird. Das heißt, wir kriegen nicht 30 Movement Speed, sondern 90 Movement Speed. Das heißt, wir können jedem Gegner extrem krass schnell hinterherrennen. Zusätzlich kriegen wir 30 zusätzlichen Angriffsschaden, weil sie quasi ihre Armbrust währenddessen vom Rücken nimmt. Und wir machen uns mit unserer Rolle unsichtbar für eine Sekunde. Ich zeige euch das Ganze mal. Wir machen die Ultimate an, die Armbrust ist da. Wir machen zusätzlichen Schaden und wenn wir uns jetzt rollen, sind wir unsichtbar, bis wir quasi angreifen oder nach einer Sekunde, also eins von beiden. Eine Sekunde unsichtbar oder bis wir dann wieder angreifen. Also sehr, sehr coole Ultimate und wir sind, wie gesagt, extrem schnell beim Chasen. Verdoomed of Doom. Skillmax technisch haben wir zwei Möglichkeiten. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit, das Q zu maxen oder auch das W zu maxen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Der Q-Max ist dafür da, dass wir mehr Mobility haben. Das heißt, wir können öfter rollen, ist der Gegner wirklich verdoomed und macht oft irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Chases, irgendwelche sau viele Spells, die uns auf den Sack gehen, die wir dodgen müssen, Blitzcrank Raps, was auch immer, kann hier ein Q auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Der W-Max ist der, den ich euch ans Herz legen würde, aber das ist wie gesagt optional. Den W-Max würde ich euch vor allem empfehlen, wenn ihr gegen tankige Champs spielt, das heißt, spielt ihr zum Beispiel gegen Leona. Gegen Leona ist ein Champion, sie hat sehr, sehr viel Resistenzen durch ihr W und auch relativ viel Leben. Das heißt, mit eurem W penetriert ihr sowohl die Leben als auch die Rüstung des Gegners. Außerdem gegen zum Beispiel andere Champions wie zum Beispiel, keine Ahnung, Braum oder Thresh, alles was irgendwie so halbwegs tanky ist, gegen solche Champions macht es auf jeden Fall Sinn, wenn das gesamte gegnerische Team relativ tanky ist, das heißt auch der Jungler. Oder eigentlich würde ich es grundsätzlich auch so immer empfehlen, weil es damage-technisch auf jeden Fall dem Q überlegen ist. Q könnte man auch 2-3 Punkte rein investieren, wenn ihr so wirklich sagt, ja, wir haben ja auf jeden Fall, wie gesagt, diese Mobility-Probleme, wollen auf jeden Fall ständig am Start bleiben, zum Beispiel wenn man wirklich eine harte Lane hat gegen eine Catelyn oder so, dann kann es wirklich, dann kann es wirklich sehr, sehr nützlich sein, wenn man einfach mehrere Rollen hat, auch zum CSen etc., als wenn man ständig irgendwie W-Procs hat, die wir gegen eine harte Catelyn-Lane quasi gar nicht bringen können. Wir kommen zu den erweiterten Tricks und Kombos mit Vayne. Und zwar ist der erste Punkt unser Q. Unser Q-Hulk ist nämlich ein Auto-Hit-Reset. Das heißt, rollen wir uns mit unserem Q nach vorne, können wir quasi fast instant einen weiteren Spell machen. Das heißt, wir machen Auto-Hit und dann Q. Und dann seht ihr, dass quasi der Auto-Hit sofort oder fast nahezu sofort hinterherkommt. Das heißt, immer Auto-Hit, Q. Und dann haben wir auch schon direkt zwei Ringe auf den Gegner. Das Ganze lässt sich noch ein bisschen steigern. Und zwar können wir die Q-Rollzeit sogar komplett rausnehmen, indem wir uns einfach gegen die Wand oder in die Wand reinrollen und können dann quasi noch schneller angreifen. Das heißt, wir rollen uns quasi in die Wand und können instant schießen, wie ihr seht. Das ist super verdoomt. Ihr macht Angriff, Auto-Hit, Q. Ihr seht, das ist verdoomt mega schnell. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, rollt euch immer in die Wand. Ihr könnt verdoomt of Doom mega schnell Auto-Hit rausbringen. Negativ beim Q ist leider, muss man sagen, dass der Cooldown erst anfängt, sobald der Schuss raus ist. Das heißt, rollen wir und seht ihr, hier passiert nichts. Hier passiert erst was, wenn wir tatsächlich schießen und
Deswegen, wenn wir auf der Flucht sind und wir uns quasi wegrollen wollen natürlich, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wirklich den Outhit rauszubringen, damit wir schnell wieder die Rolle ready kriegen. Mit dem Q haben wir außerdem sehr, sehr gute Möglichkeit, auf der Lane zu harassen, weil wir uns quasi so schnell nach vorne rollen, können wir auch instant wieder nach hinten laufen. Das heißt, wir sind jetzt zum Beispiel out of range des gegnerischen AD Carry, stellen wir uns einfach vor, das ist ein gegnerischer AD Carry, sind out of range, rollen uns zack nach vorne und laufen direkt wieder nach hinten. Damit können, das klappt wirklich unheimlich gut, vor allem gegen schlechtere Spieler, ist das super effektiv. Ihr könnt immer wieder jeden Q nehmen, dahin gehen, rollen und schießen, und die können sich fast quasi nicht wehren. Wichtig ist, dass ihr direkt in die Reichweite rollt, um schießen zu können, damit ihr direkt fliehen könnt. Sehr, sehr effektiv auf jeden Fall. Der Maximal-Damage-Poke wäre natürlich dann trotzdem immer erst den Outhit und den Q zu machen. Da ist aber die Gefahr natürlich gegeben, dass ihr mindestens einen Outhit rauskriegt, was an sich trotzdem immer noch wert sein kann, Werte-Worth, weil ihr quasi ja zwei Attacken rausgebracht habt, anstatt nur eine. Das heißt, ihr macht immer den Outhit, Q und dann wieder den Outhit. Wichtiger Punkt beim Q ist, dass wenn wir jemanden angreifen und dann unser Q machen, brauchen wir nicht mehr rechtsklicken, sondern er greift automatisch das Ziel an, was wir quasi vorher angegriffen haben. Das heißt, greifen wir zum Beispiel Jarvan an, drücken unser Q, wird er auf jeden Fall wieder das gleiche Ziel angreifen, was sehr, sehr nützlich ist. Das heißt, ihr braucht nicht anfangen und irgendwie irgendwo rumzurollen und dann wild hier rumklicken und das vielleicht vertippen, sondern ihr greift das Ziel an, rollt und greift auf jeden Fall wieder dasselbe Ziel an. Das heißt, nie wild rumklicken und dann, nämlich, ich sehe es immer wieder, man klickt dann neben den Gegner, zack, kaputt. Mit der Q-Rolle haben wir außerdem die Möglichkeit, gewisse Wände zu überbrücken. Zum Beispiel die Jarvan-Ulti oder die Anivia-Ulti. Da könnt ihr einfach an den Rand gehen und euch ganz easy da rausrollen, beziehungsweise an die Anivia-Ulti einfach ganz nah rangehen und darüber rollen. Das ist vielleicht irgendwo ein Bug, vielleicht ist es auch gewollt, ist auf jeden Fall wichtig, gerade gegen Jarvan, da müsst ihr euch das aufheben. Immer, immer aufheben. Das heißt allerdings nicht, dass wir über irgendwelche Gebirge oder hier irgendwie drüber rollen können. Das geht nicht, das gilt nur für Jarvan oder zum Beispiel Anivias Wall, was aber wirklich wichtig ist. Gerade Jarvan ist ja so eine Person, die einen wohl schon umbringen will, ne? Zwei weitere kleine nette Punkte, die noch zum Q auf jeden Fall erwähnt werden sollten, ist natürlich, dass man mit dem Q unterm Tower sehr, sehr gut Last hitten kann. Das heißt, wir können zum Beispiel zusätzlichen Schaden auf einen Minion draufkriegen, bevor der Tower hittet. Das heißt, wir machen zum Beispiel den Outhit und direkt das Q. Oder können quasi ein Outhit auf einen Minion machen und dann das Q direkt auf den nächsten. Also kann es uns sehr, sehr gut helfen beim Last-Hitten. Außerdem haben wir natürlich die Möglichkeit, mit unserem Q extrem, wie vorhin schon erwähnt, Skill-Shots zu dodgen. Das heißt, kommt der Gegner uns hinterher, will irgendeinen Grab machen, können wir uns einfach in irgendeine Richtung rollen und können quasi eigentlich allen Skill-Shots, Morgana-Bindings, Thrash-Grabs und Blitzcrank-Grabs, alles mögliche easy ausdodgen. Wir kommen zu Kombo Nummer 1. Kombo Nummer 1 ist der Proc des Silberrings. Und zwar haben wir da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich wäre die erste Möglichkeit Outhit, Q, Outhit. Das geht nicht ganz instant, aber relativ fix. Das heißt, wir machen Outhit, machen unser Q und dann können wir quasi noch den dritten Outhit machen. Das ist quasi eine okay Kombo, damit können wir es relativ fix procken. Wäre so der komplette Standard-Miss, ja. Um das Ganze ein bisschen schneller procken zu können, haben wir unser E. Unser E nimmt nämlich auch, packt einen Ring auf den Gegner drauf. Das heißt, wir können quasi unser Outhit machen, machen unser Q instant und dann können wir noch ein E hinterher bringen. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus, dass wir Outhit, Q und zack E. Mit dem E können wir instant quasi dann den Ring procken und wenn der Gegner noch gegen eine Wand geschossen wird, ist das Ganze noch viel, viel geiler. Vor allem gibt es auch die Möglichkeit, den Gegner hier, wenn er wegläuft, nämlich, das passiert sehr, sehr oft, der Gegner läuft hier weg und ihr rollt quasi auf ihn zu und macht das Q. Also Outhit, Q und schießt den Dude dann gegen den Turm. Gegen den Turm oder auch die Ruine zählt auch. Dagegen könnt ihr ihn auch schießen und könnt den Gegner so quasi totschießen. Der Gegner will escapen und ihr schießt ihn gegen die Wand. Schießen, zack. Der nächste Trick und der wirklich sehr, sehr geil sein kann, ist, wir verstecken uns immer in Büschen und da will der Gegner natürlich uns hinterher chasen, weil er uns umbringen will. Meistens sind wir auf der Flucht. Was wir also machen, da ist dieses Trinket, dieses Umsonst-Trinket super geil oder auch die blaue Linse. Wardet das Ding oder quasi stellt quasi dieses blaue Ding auf, rollt euch raus und schießt den Gegner an die Wand und könnt weiter an den Gegner Schaden machen. Sehr, sehr effektiv auf jeden Fall. Der Gegner kommt in den Busch, wir rollen uns raus und schießen ihn gleichzeitig an die Wand. Wichtig ist, dass ihr das Ding wardet oder im gleichen Moment, wo ihr ihn reinschießt, da diese blaue Linse drauf macht. Deswegen ist dieses Item auch so wichtig, weil der sonst im Busch ist, ist gestunt, aber wir sehen einfach nichts, was natürlich tragisch ist. Die etwas krassere All-In-Kombo ist nicht, dass wir uns einfach nur rausrollen, sondern gleichzeitig unsere Ulti anmachen und uns rausrollen. Und da haben wir auch gleichzeitig die Möglichkeit quasi, dass wir unsichtbar sind und dann hier den kompletten Schaden auf den Gegner rausbringen quasi. Das heißt, wollt ihr noch ein bisschen mehr Schaden, rollt euch direkt unsichtbar raus und dann habt ihr quasi den kompletten Damage für die komplette Kombo, für die komplette Vernichtung. GG, well played, GG.
Wir kommen zu den Vayne E Flash Tricks. Und zwar gibt es ein paar Tricks, wie man ihr E gut kombinieren kann. Quasi, wir sind nicht in der Möglichkeit, unser E jetzt hier effektiv zu landen, so direkt. Wir können sie nur gegen ihn nach vorne schießen. Wir könnten uns hier so ein bisschen laufen, aber hier oben ordentlich rumzukommen, wäre jetzt nicht so ganz leicht, wenn wir unser Q vor allem nicht ready haben. Das heißt, wir können das Ganze mit unserem Flash kombinieren. Unser E hat eine gute Reichweite. Wir stellen uns quasi also auf eine große Distanz, werden den Bolzen abschießen und der braucht so ein bisschen, bis er fliegt. Und bis wir dann tatsächlich abgeschossen haben, haben wir die Möglichkeit noch zu flashen. Das heißt, wir schießen den Bolzen, flashen in eine Richtung, sodass der Gegner an die Wand geschlagen wird und haben dann die Möglichkeit, ihn schön an die Wand zu tackern. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. So haben wir quasi die Möglichkeit, den Gegner ordentlich an die Wand zu nageln, ohne dass wir direkt in der Position dafür sind. Das kann auf jeden Fall mal ein sehr, sehr gutes Play sein. Die zweite E-Flash-Kombo ist quasi so, dass wir sehr, sehr nah am Gegner dran sind und es ein sehr, sehr closer Kampf ist, also wahrscheinlich meistens gegen Nahkämpfer oder oft kommt es auch gegen AD-Carries vor. Was wir jetzt quasi nur machen ist, das E abzufeuern und im gleichen Moment hinter dem Gegner zu flashen, was quasi uns hier die Möglichkeit gibt, den Gegner an die Wand zu hauen. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Und zack, ist der Gegner an der Wand. Ziemlich effektiver Spell. Also diesmal geht es nicht um das Positioning selbst, dass wir uns quasi so in den Angel, in diesem Bereich hinflashen, sodass er quer irgendwie an die Wand geschossen wird, sondern wir flashen einfach hinter ihn. Meistens ist das wirklich die Möglichkeit dazu gegeben, wenn wir Flash haben, kann auch wieder mal ein sehr, sehr gutes Play sein. Die dritte und zwar die sneakigste Taktik von allen ist, dass wir uns mit unserer Ultimate, wir machen unsere Ultimate an, machen unser Q aus dem Busch, wir sind quasi unsichtbar, der Gegner sieht uns nicht, wir flashen die Distanz und dann den Gegner an die Mauer. Das ist so ein Long-Range-Assassin-Super-Sneaky-Move. Das heißt, wir machen die Ultimate an, rollen uns raus, flashen und schießen den Gegner an die Wand. Das ist quasi der Ultra-OP-GG-Assassin-Sneaky-Move quasi, so wenn man es möchte. Escape-technisch hat Vayne auch ein bisschen was zu bieten. Und zwar ist der erste Escape, den ich euch vorstellen möchte, der EQ. Das heißt, wir machen unser E auf den Gegner, schießen unseren Gegner damit weg, quasi das ganze Stück hier, und machen gleichzeitig eine Rolle nach hinten und begeben uns selber nochmal weg. Das sieht dann ungefähr so aus, dass wir den Gegner wegschießen und uns gleichzeitig rollen. Und ihr seht, wir haben von hier das diese ganze Distanz quasi erzeugt, was wirklich enorm ist und da kein Dude drauf klarkommt. Der zweite Trick ist dann quasi der Ultimate Juke, dass wir quasi sagen, so wie ähnlich in anderen Guides auch schon vorgestellt, wir laufen quasi weg, machen unsere Ultimate an, sind unsichtbar und rollen uns quasi einfach in eine ganz andere Richtung und laufen quasi weg. So ähnlich wie bei Z quasi so mit den ganzen Tricks. Ihr lauft einfach quasi, ihr juke den Gegner, indem ihr vorgibt, dass ihr in eine Richtung lauft und lauft dann auf und rollt dann quasi in die komplett andere Richtung. Also mit der Ultimate kann wirklich sehr, sehr viele Sachen anfangen, was wirklich sehr, sehr nützlich ist. Ihr könnt damit wirklich richtig viele gute Tricks machen. Ihr seid erst da, rollt euch, seid auf einmal da, rollt euch wieder, seid da. Ihr müsst euch immer dahin rollen, wo der Gegner es nicht erwartet. Vielleicht auch in die gegnerische Line so ein bisschen rein. Das heißt, ihr fightet hier, der Gegner denkt, okay, ihr rollt nach hinten, tut ihr aber gar nicht, sondern in seine Seite reingerollt. So, na, da würdet ihr gar nicht von ausgehen. Der rollt doch nicht in meine Seite und habt ihr die doppelte Distanz erzeugt. Mit unserem E ist es uns außerdem auch möglich, den Gegner während eines Dashes quasi zu unterbrechen. Das heißt, er springt auf uns zu und wir schießen uns vorher noch das E entgegen, ihm entgegen, und haben damit die Möglichkeit, quasi seinen Spell abzubrechen. Wie ihr sehen könnt, Akali springt mich an und mein E kommt quasi raus und unterbricht sie. Das geht mit vielen verschiedenen Sachen. Also um alle möglichen Sprünge, wenn der Vayne auf euch zudashen will, wenn, keine Ahnung, Kha'Zix im Sprung. Ihr könnt alles Mögliche, wenn ihr es ordentlich timet, mit eurem E unterbrechen. Nicht alles, aber vieles. Ja, Vayne ist quasi die Göttin des Kiten und deswegen mache ich ein ganz kleines Kite-Tutorial. Wenn ihr mehr zum Kiten interessiert seid, dann guckt euch bitte dieses Video hier oben an. Das ist quasi dieser AD-Carry-Guide, wie ihr das quasi alles zum Kiten etc. bla blub etc. Auf jeden Fall hier kurze Kite-Sache, und zwar, wenn der Gegner uns chase, wollen wir natürlich immer weglaufen. Und dann machen wir mit Smartcast, können wir arbeiten, können immer so machen, können zwischendurch unseren Q quasi machen und haben hier immer die Möglichkeit, zwischendurch einen Angriff zu machen. Und dann können wir quasi auch mit unserer Ultimate einfach von einer ganz anderen Richtung aus den Gegner angreifen und quasi immer wieder wegrollen und den Gegner quasi sneaken, so wie ihr seht. Ne? Deswegen auch diese Rollen immer in die Richtung, wo der Gegner es nicht erwartet, machen. Und damit könnt ihr den Gegner extrem krass sneaken, verarschen, rollen, verdoomen, zerstören und vernichten. GG, well played. Außerdem ist es euch möglich, mit der Ultimate extrem viele Spells zu dodgen. Und zwar, wenn zum Beispiel, also ihr dodgt ihn nicht direkt, aber sagen wir, Zed ultet euch. Gerade Zed ist das Meisterbeispiel, weil der will uns immer haben, uns AD Carry. Zed ultet euch, ihr macht sofort die Ulti an und rollt euch aus dem Busch. Oder überhaupt irgendwohin, ist egal, wo ihr seid. Und rollt euch instant. Der Gegner, wenn er kein Pink Ward hat, kein Red, nix,
Er sieht euch nicht, ihr bleibt die komplette Zeit unsichtbar und er kann nichts gegen euch machen quasi. Er hat keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ihr seid unsichtbar und erst nach der Zeit könnt ihr dann wieder angreifen. Und habt quasi ein Drittel seiner Set-Ulti quasi komplett verschwendet und er verfehlt auch vielleicht seine Skillshots etc. Und da gibt es viele Ultimates, wo ihr dann quasi so mit richtig gutem Verstand so ein bisschen ordentlich dodgen könnt. Mit der Ultimate und dem Q zusammen verbunden ist es auch möglich, sehr, sehr gute Jukes zu machen, in dem Sinne, dass wenn der Gegner den Busch betritt, dass man sich genau in diesem Moment rausrollt und der Gegner reinrennt und what, Vayne ist gar nicht mehr da, aber im gleichen Moment seid ihr schon auf der Flucht oder ihr rollt einfach zwischen zwei Büschen hin und her, das ist immer das ganz Lustige, da ist ja diese kleine Phase zwischen den Büschen, in dem man da quasi einfach zwischenherrollt, wie in diesem Beispiel hier. Wichtig bei unserer Stun-Combo ist, dass wir, wenn wir unser Rune King bereit haben, dass wir das Rune King erst dann benutzen, wenn der Gegner wirklich aus dem Stun raus ist. Das heißt, wir schießen den Gegner an die Wand und sobald der Stun weg ist, was man an dem weißen Balken über dem Person sehen kann, ist erst dann quasi jetzt, erst jetzt benutzen wir unser Rune King. Jetzt haben wir nämlich die volle Zeit des Slows, um den Gegner zu chasen quasi. Das ist nämlich ein sehr, sehr oft gemachter Fehler, dass sofort das Rune King mit aktiviert wird. Oder Rune King kann auch vielleicht erst dann benutzt werden, wenn wir ein bisschen Schaden bekommen haben, weil wir quasi durch das Rune King auch ein bisschen HP durch den Spell, durch den Active wiederkriegen. Und jetzt quasi hätten wir diesen Active auch weggegeben. Das heißt, achtet so ein bisschen drauf. Wichtig, das erst zum Ende des Stuns zu benutzen und vielleicht auch so, dass man ein bisschen HP wiederkriegt, wenn man wirklich jetzt nicht ultra krass über den Gegner ist und die HP auf Scheiß drauf, brauche ich nicht. Mit unserem Q haben wir nicht nur die Möglichkeit, aus der Jarvan Ulti rauszuräumen, wir haben auch die Möglichkeit, Jarvan in seiner eigenen Ulti an die Wand zu hauen quasi. Deswegen haben wir hier quasi den doppelten Counter gegen Jarvan. Wir können rausrollen und ihn gegen seine eigene Wand hauen. Das geht auch mit anderen Spells, das heißt, ihr könnt den Gegner auch gegen den Trundle Pillar oder ähnliches hauen. Was nicht geht, Anivia Wall funktioniert leider nicht. Schade auch. Und Azir Wall, sowas Magisches, ist halt nicht. Das müssen schon richtig physische Teile sein.